Um was geht's denn da heute? Korruption! 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 Korruption. Wunderbar! Casino Royale! Wir haben jetzt einen Kriminalfall hier. Casino Royale! Korruption! Geht man so mit meinem Steuergeld um? Ja! Ja bitte, wo kommen wir denn da hin? Na, mehr braucht's nicht in der Republik. Und um das zu unterbinden, wird auf den Knopf gedrückt und dann geht die Kanonade los. Anonyme Anzeigen, Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen, Sondersitzungen, denunzieren, kampanisieren, kriminalisieren, auf Teufel komm heraus. Ja. Es geht um ein Ablenkungsmanöver, wo es um die Postenvergabe bei Casinos Austria geht. Es wird heute alles probiert. Es war ein üblicher Vorgang, aus einem Mücken eine Elefanten zu machen. Das ist kein guter Stil der Politik. Das verstehen auch die Menschen nicht. Wir haben eine unabhängige Justiz. Wir leben in einem Rechtsstaat. Und derzeit ist es die Aufgabe der Justiz. Casino Royale. Korruption. Wir haben jetzt einen Kriminalfall hier. Casino Royale. Kann das alles sein? Geht man so mit meinem Steuergeld um? Ja, Casino Royale. Wie hat man das gemacht? Wir reden vom Postenschacher. Und wir reden auch von Korruption. Casino Royale. Kann das alles sein? Geht man so mit einem Staatseigentum um? Ja. Das klingt gut. Wie machen wir das? Wir schaffen in den Casinos einen neuen Bereich. Da knallen wir einen großartig klingenden Namen drauf. Legal and European Affairs. Das wird jetzt ein neuer Bereich in den Casinos. Klingt großartig, braucht kein Mensch. Weiß auch keiner, was da drin zu tun ist. Aber das brauchen wir mal. Und für dieses neue Konstrukt suchen wir dann eine geeignete Persönlichkeit. Das klingt gut. Dass es da ja um richtige Postenschacher-Pakete gegangen ist. Die Casinos sind eine Art Spielfeld, auf dem ja einzelne Spielfiguren, Läufer, Bauern herumgeschoben werden und wie wir schon gesehen haben, auch geopfert werden in diesem Spiel. Da muss endlich Licht ins Dunkel gebracht werden. Ich habe keins gesehen. Immer dann, wenn die Blauen in die Regierung kommen, ist eine gewisse Häufung von Besetzungen mit unfähigen Personen, ist eine gewisse Häufung von illegalen Aktionen, ist eine gewisse Häufung, dass dem Staat Geld geflattert werden soll. Dann fragt man sich, wird man nur was, wenn man wen kennt und nicht, wenn man was kann. Casino Royale. Korruption. Wir haben jetzt einen Kriminalfall hier. Casino Royale. Kann das alles sein? Geht man so mit meinem Steuergeld um? Ja, Casino Royale. Wie hat man das gemacht? Wir reden vom Postenschacher. Und wir reden auch von Korruption. Casino Royale. Kann das alles sein? Geht man so mit einem Staatseigentum um? Ja. Von Ibiza zur Causa Casino. Ja. Casinos.